So Leute und herzlich willkommen nun wieder zu einem neuen Part, ja wieder mit Command & Conquer Alarmstufe Rot 3, Gear Tobi und hier, wer ein bisschen alles angeschaut hat, danke ich auf jeden Fall für die treuen Zuschauer, die bei mir hier noch zugucken und so und auch für die kommenden Leute, die jetzt das hier sehen. Naja, denn ich habe die Sowjetkampagne für euch komplett hier let's played und auch die Alliierten-Kampagne. Und nun begeben wir zu der letzten Kampagne. Da habe ich mich auch bei den Screens so gefreut, bei TBM Wars, so fast geschafft und so. Aber die hat auf jeden Fall auch genügend Missionen hier. Und ja, unsere erste Mission ist Vokuta, der Tod von Väterchen Frost. Hat ja schon einen coolen Titel. Naja, auf jeden Fall spielen wir jetzt die modernisierten aufgehenden Sonne, die Japaner, und die haben es richtig drauf. Und das werdet ihr euch jetzt hier sehen in der Kampagne. Und ja, wir haben ja gesehen, bei den Alliierten und Sowjets, wie es eben halt passieren kann, ja, wenn wir gegen die aufgehende Sonne kämpfen, da haben die ja üblicherweise soweit geschafft. Nun gucken wir mal, wenn es auf der Richtung ist, wenn die aufgehende Sonne gewinnt, wie die Zeit so wird und so. Schauen wir mal. So, das ist ja so gesehen die Bestrafung gewesen, für die, also für die, weil die mit der Zeit gespielt haben, die Sowjets, und ja, die Alliierten sind irgendwie mit reingerutscht. Na gut, spielen wir die aufgehende Sonne, fangen wir an. Die aufgehende Sonne, ey, hat so ein mega krassen Bataillon voller Truppen, Fahrzeuge, Mechabots, alles was man sich noch in der nahen Zukunft noch denken mag. Modernisierte Panzer, die auf Wasser fahren, Jets, die sich modernisieren oder transformieren in Kampfbots, und da sind die König Uni. Die haben es richtig drauf, also das sind richtige derbe Kampfbots. Und natürlich die japanische, ja, Flotte. Das ist die aufgehende Sonne. Yeah. Heute ist der Tag, den uns das Schicksal vorherbestimmt hat. Wir erdulden nicht länger die Demütigung und Korruption der ausländischen Barbaren. Denn während sie sich immer wieder untereinander bekämpften, erwachte unser Land erneut zum Leben. Und wir erschufen ein neues Reich der aufgehenden Sonne. Commander, Sie sind ausersehen, Bushido wiederzuerwecken, den Weg des Kriegers. Sie werden Mitglied eines neuen Shogunats, das mächtige Anführer aus allen vier Regionen des Kaiserreichs vereint. Zuerst greifen wir Seite an Seite Sowjetrussland an und vernichten nicht bloß ihre Armeen, sondern auch ihre Anführer, ihren Willen und ihre Hoffnung. Mein Sohn, Kronprinz Tatsu wird sie unterstützen bei diesem ehrenvollen Auftrag. Tatsu war auch maßgeblich beteiligt an der Erschaffung unserer neuen Armee. Danke, Vater. Commander, unsere Nanotechnologie ist unerreicht. Ja, aber wir müssen uns bewusst sein, dass Technologie allein unsere Feinde nicht besiegen wird. Wir brauchen auch unsere Tapferkeit, unsere Ehre und unsere Selbstaufopferung. Commander? Ich möchte Ihnen unseren obersten Logistikoffizier vorstellen, Frau Suki Toyama. Es ist mir eine Ehre. Die Toyama-Familie hat dem Kaiser seit 10 Generationen gedient. Ja, mein Vater folgt den Wegen unserer Ahnen. Und es ist viel Weisheit in dem, was er sagt. Aber dies ist ein neues Zeitalter, Commander. Eine neue Welt. Tun Sie Ihr Bestes und führen Sie uns zum Sieg. Zum Sieg führen. Na, gucken wir mal, was die aufgehende Sonne so uns für uns bereithält. Commander, Sie werden ein Dorf angreifen an der Nordküste der Sowjetunion, das vom Volk zutiefst verehrt wird. Allerdings könnte ein Marinestützpunkt in der Nähe des Dorfs unsere Invasion vereiteln. Die Einwohner sind dabei, den Jahreswechsel zu feiern. Sie treffen sie also völlig unvorbereitet. Die Wünsche des Tennus sind die Zerstörung ihrer Marinewerft, ihren Willen zu brechen und dass sie diesen großen Feiertag in einen Albtraum verwandeln. Wow, ganz schön böse. Das Ziel des Tennus ist das idyllische russische Dorf Vokuta, während sich seine Bewohner auf den Jahreswechsel vorbereiten. Hier sind ihre Befehle. Neutralisieren Sie die Küstenverteidigung der Sowjets. Zerstören Sie die historischen Denkmäler auf dem Marktplatz.
Versenken Sie die sowjetischen Schiffe im Hafen. Tun Sie Ihre Pflicht, wird der Tenno sehr zufrieden sein. Ja, da wird der Tenno zufrieden sein. Ja, und wir haben als Co-Commander den Shinzo. Ja, dann legen wir mal los. Commander Shinzo Nagama. Ein brechender Army-Commander, der aus einer langen Reihe von Militärberatern des Reiches, bla bla bla. Könnt ihr euch dann sonst, wenn ihr Stopp drückt, könnt ihr selber den lesen nochmal. Ich kenne das ja soweit. Unsere ersten Gegner werden natürlich die Sowjets sein, die eben halt verantwortlich sind für die Zeitveränderung. Das sind wohl die wichtigen Monumente. Das Wiedererstarken des Reichs beginnt heute auf diesem Schlachtfeld, Commander. Möge das Schicksal immer mit Ihnen sein. Die Sowjets sichern ihre Docks perfekt mit Tesla-Spulen. Unterbrechen Sie möglichst schnell ihre Energiezufuhr, bevor sie uns gefährlich werden können. Okay. Neues Einsatzziel erhalten. Ich bin Shinzo. Und ich werde an Ihrer Seite für die Ehre des Tenos kämpfen. Gehen Sie voraus. Ich sichere Ihre Flanke. Okay, Shinzo. Wählen Sie den Schnelltransporter und visieren Sie ein feindliches Fahrzeug an, um in dessen Gestalt durch die feindlichen Stellungen zu schlüpfen. Nehmen wir mal hier so einen Bullfrog. Jetzt haben wir uns dazu getarnt. Er ja auch. Sehr schön, jetzt steigen wir uns mal so rein, so tun wir so, als wir das wären. Tesla-Spulen haben einen hohen Energiebedarf. Zerstören Sie Ihre Energiequelle, um sie auszuschalten. Ja, ist ja kein Thema für uns. Wir schleichen uns einfach mal rein und erledigen Ihre Energie. Ja, Mann, Banzai. Mit Schwertern. Vor so Laserschwerter, voll cool. So, jetzt zerstören wir das. Das gute Stück da. Ja, da ist ja noch ein Sowjet. Da auch. Nein, einer wurde getasert, oder? Die hatten aber ganz schön was aus, ey. So. Auf den Reaktor. So, sehr schön. Der Tenno gewährt Ihnen in seiner unendlichen Güte für jedes zerstörte Primärziel ein letztes Geschwader. Das ist doch nett. Eine großzügige Gabe. So, jetzt müssen wir hier nach... Da drüben. Letztes Geschwader. Da oben ist der nächste Generator. Das müsste oben sein da. Ach so. Ba. Ja. Los, Männer! Letztes Geschwader X bereit. Geschwader X. Die haben auch einen Namen. Voll cool. Da kommen die wieder angeflogen. So, der Reaktor ist auch zerstört. So, jetzt kriegen wir unsere Verstärkung mal. Letztes Geschwader X bereit. Schlachtfeld erweitert. Die Dorfbewohner freuen sich auf die morgige Feier. Doch wenn sie aufwachen, haben sie nur uns vor Augen. Der Tenno wünscht, dass sie ihren Willen brechen. Zerstören sie ihre Monumente. Sie sind ja so böse. Zerstören sie ihre Monumente, ja.
Es ist nun mal das Schicksal dieses Dorfes, durch unsere Hand unterzugehen. Gehen Sie, ich folge Ihnen. Eher so. So, Informationen. Panzerknacker sind auf die Zerstörung feindlicher Panzer spezialisiert. Ihre Plasmakanonen durchschneiden blitzschnell jede Panzerung. Ihre Spezialfähigkeit ist die Flucht in ein Schlupfloch, um geschützt zu sein und nicht von Fahrzeugen überrollt zu werden. Natürlich können sie aus ihrem Schlupfloch feuern. Hat schon was, finde ich. Dass sie unentdeckt bleiben und alles. Boah. Panzerknacker, wie sieht das anhört. Na, schauen wir mal, was die so drauf haben. Da ist schon eine Kaserne. Boah, die haben voll mächtigen Strahl, finde ich. So Raygun-artig. Versorgt den Feind mit Nachschub. Wir sollten sie zerstören. Eine Einheit wird angegriffen. Ja, warum sollen wir das nicht machen, ne? Da. Dum. Ba, 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 ba. Keine Chance gegen uns. Wie es scheint, haben wir ihre Festlichkeiten gestört. Diese Narren. Das finde ich so cool bei den Japanern. Die gehen immer voll ab. Alles kaputt machen. Das wird ihnen zwar nicht gefallen, aber das ist der Weg des Thanos. Endlich kann ich mal die Lieblingsseite der in diesem Spiel spielen. Die Japaner habe ich immer gerne auch im Multiplayer gespielt. Die haben es echt in sich. Erobern sie das Krankenhaus. Okay. Und soll ich mal herkommen? Denn wir kümmern uns hier ein bisschen hier rum noch. Alles möglichst kaputt zu machen. Was man gut drauf hat hier. So. Die Ingenieure sind eingetroffen. Erobern sie mit ihrer Hilfe Gebäude. Welche Ehre von euch zu hören. Da, das sind voll so komische Techniker. Die können auch sogar schneller rennen. Können aber auch stolpern. Das ist immer so lustig. Also, wenn die stolpern, dann sind die echt lahm. Ja, mit ihren Statuen wird auch ihr Wille wanken. Werft sie um. Das ist cool, der Typ. Ich übernehme das Krankenhaus. Ja, mach das mal. Fühl dich toll. Ach, wie die laufen, die Techniker. Vor so. So, dann gehen wir mal nach da. Die wissen nicht, was mit denen geschieht. Sie greifen ein Neuer an? Haben die keinen Anstand? Wir doch nicht. Unsere Ninjas haben das Gebiet bereits infiltriert. Wenn sie gefunden haben, helfen sie bei der Vernichtung der feindlichen Infanterie. Eine Einheit wird angegriffen. Ninjas sind auch cool. Die haben es auch echt in sich. Die kommen, glaube ich, in dieser Mission auch noch bei der ersten. So. Nieder mit ihnen. Der Weg des Thanos. Nur die so plopp. Ja, mit weitere Truppen oder was ist da jetzt gerade gewesen? Achso. Das ist auch eine Kaserne. Müssen wir zerstören. So, die Techniker können auch mal mit. Yeah. Die sind ja so böse. Ja, genau, das sind Shinobis. Wie die stehen, das sieht voll geil aus. Oh. Wie die voll mit Wurfsternen. Voll geil mit Wurfsternen, die Ninjas. Das sind richtige One-Hit-Dinger. Ninjas. Die können sogar Rauchbombe einsetzen. Verschwindet in der Rauchbombe und entzieht sich dem Blick irritierender Feinde. Shinobi sind perfekte Spione und Killer. Sie können an Land und im Wasser operieren und lassen Infanterieeinheiten mit ihren Klingenwaffen keine Chance. Ihre Spezialität sind Rauchbomben.
mithilfe sie sich den Blicken ihrer Gegner entziehen. Dringt ein Shinobi in ein Feindgebäude ein, bereitet er dem Feind strukturabhängige Probleme. Das ist ja mal ganz schlecht. Vor so Ninjas, ey, die abgehen. Die sind auch schnell. Hat schon was, finde ich. Was sind Sie für ein Kommandant, dass Sie dieses Dorf an Neujahr angreifen? Ich werde Sie erledigen und dann wird es mal so richtig gefeiert. Ha! Schlachtfeld erweitert. Wollen wir noch mal sehen, Oleg. Hier, die hier. Neutralisieren Sie die Tesla-Spulen. Wir haben ja Geschwader, also. Drauf da, Leute. Sehr schön. Scheint aber noch Energie zu haben. Aber wir können da lang gehen. Da könnten wir. Ja, gut, dann gehen wir hin. Da führt sich ein weiterer Weg hin. Ich glaube, da ist es nicht abgesichert mit Tesla-Spuren, oder? Wie da oben. Weil da oben wäre es schwieriger. Oh. Ah. Hier sieht man da auch schon den Reaktor hinten. Eine Panzerfabrik haben die ja auch. Tesla-Troopers. Jetzt kommen schon meine Genossen und unterstützen mich. Sie hätten sich heute Morgen krank melden sollen. Ha. Mit dem wären wir schon fertig. Yo, wow, 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 was geht hier ab, ey? Ganz schön viele, ne? Bam, Selbstaufopferung. Fette Mucke kommt jetzt. Yeah. Da können wir theoretisch hin. Da ist ja keine Tesla-Spule und so weiteres. Yeah. Ich knacke jeden Panzer. Die sind voll cool, die aufgehende Sonne. Puh. Leise und schnell. Aber was die Shinobis nur können, sind nur gegen Infanterie, also gegen Fahrzeuge und so weiter, das haben sie keine Chance. Aber gegen Infanterie haben die ja eine richtig gute Chance. Ein richtiger Killer, One-Hit-Killer denn. Meistens. Können den Nahkampf und natürlich auch mit Wurfstern werfen. Das ist ja auch cool. Ihr seid unbesiegbar, wie die rumrennen, ey, voll geil. Yeah. Tesla-Spule. Oh, was geht jetzt ab? Hey. Boah, das ist ja alles voll im Hafen. In der Stadt herrscht Chaos, daher wagen unsere U-Boote einen Angriff auf die sowjetische. Haha, geil. Eliminieren Sie alles, was sich Ihnen in den Weg stellt. Das gefällt uns. Ja, besonders auch mir. Nieder mit den Sowjets. Im Namen der aufgehenden Sonne. So, Ubo, dann haut mal rein. Haut die mal weg. Ja, sehr schön. Das bockt doch auch, ey. Schön Hinterhalt. Terror sorgen. Leise Reise. Letzte Reise. Rammt einen feindlichen Schiff, um es zu versenken. Kann pro Mini-U-Boot einmal eingesetzt werden. Auch ganz schön krass. Also so Kamikaze-mäßig. So Banzai. Banzai!
Oh, das geht voll ab, ey. Das Wasser ist voll am Vibrieren hier, voll am Ausrasten. Oh, da sind noch mehr. Gehen wir mal hin. Drauf da, Leute. Nieder mit euch. Die voll am Ausrasten sind, alles kaputt machen. Die merken gar nichts hier, das ist so üppig einfach. Bam, und schon wieder aufgestiegen. Und so schnell kann man eine Gehaltserhöhung kriegen dadurch. So, fahren wir erstmal alle nach oben. Ah, die verspähen ein bisschen uns den Weg. Los! Ah, kommt mal her hier. So, geht doch. So, jetzt alle drauf da. Helfen ja noch ein bisschen mit Aufopferungen hier mit den Geschwader. Sehr schön. Na, wir haben es geschafft, oder? Sehr gute Arbeit, Commander. Unsere Unterwerfung der Welt hat nun begonnen. Und es wird noch viel heftiger. Yeah. Der Sieg der aufgehenden Sonne für die erste Mission. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bewertet dementsprechend, das wäre echt nice. Also, wenn ihr mit Daumen hoch gehen würdet. Und außerdem, ja, empfiehlt mich, teilt meine Videos, um mich zu supporten. Es wäre echt nice. Außerdem könnt ihr auch mich gerne abonnieren, um somit keine Videos von mir zu verpassen. Und ich würde mich immer freuen, wenn ihr wieder reinschalten würdet bei mir oder, ja, mich unterstützen würdet. Das wäre echt nice als Community. Und ich werde irgendwann auch vielleicht dann für euch Livestream machen. Also, so. Bisschen wie Isle of Cookies halt in der Richtung und ja, ich werde euch noch einige schon bieten, auf jeden Fall. Also nichts verpassen, abonnieren, falls ihr wollt und ja, ich würde mich freuen, wenn wir wieder nächstes Mal wieder da, wenn ihr dabei sein würdet und ja, haut rein, bis zum nächsten Part oder einem anderen Videos. Euer Gator Tobi und ciao.